Grüß Gott und herzlich willkommen, lieber Bibelleser, zu unserem Gang durch das Johannesevangelium. Gott möge dir mit seiner Weisheit und Gnade beim Lesen seines Wortes begegnen. Wir sind in der 50. Folge. Nachdem Jesus durch die Fußwaschung deutlich machte, dass der Jünger nach seinem Bad, das heißt nach seiner Bekehrung, eine tägliche Reinigung von seinen Sünden bedarf, wendet er nun den Blick auf den Jünger, der die ganze Zeit mit ihm gegangen ist und doch nie wirklich dabei war. Judas ist eine echte Warnung an alle, die so tun, als ob sie dabei sind, die Gemeinschaft genießen, gegebenenfalls auch ausnutzen und doch ihr eigenes Ding drehen. Ich lese Kapitel 13, die Verse 18 bis 30. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt wird, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Die Jünger blickten einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnt sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben soll. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht. Vers 18. Worüber hat denn der Herr Jesus vorher gesprochen? Was war sein Anliegen? Dass die Jünger einander die Füße waschen, Vers 14. Die echten Jünger haben Jesus als ihren Herrn und Lehrer, Vers 13, und sind seinem Vorbild somit verpflichtet, Vers 16. Ihnen gilt die Seligpreisung in Vers 17. Wer ist nun von diesen Jüngern ausgenommen? Wer muss sich somit nicht an die Anweisungen halten? Es ist derjenige, dem die grundsätzliche Reinigung, das heißt die grundsätzliche Sündenvergebung durch das Lamm Gottes fehlt. Vers 10 und 11. Wer nur bei der Gruppe der Jünger ist, aber nicht an Jesus dran ist, braucht auch die Anweisungen des Herrn nicht zu beachten. Wer die Worte des Herrn befolgen soll, muss zuerst ihn als Herrn annehmen und in seinem Leben aufnehmen. War Judas nicht von Jesus erwählt? Doch. Wir schauen nochmal in Johannes Kapitel 6, die Verse 70 und 71. Da heißt es, habe ich nicht euch die 12 erwählt und von euch ist einer ein Teufel? Er aber sprach von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot,
denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Das heißt, Jesus wusste, wen er erwählt hat, aber es heißt auch, er kannte seine Jünger sehr gut. Dabei ist die Erwählung nicht zur Errettung gewesen, sondern bei ihm zu sein und alles mitzuerleben, was die Jünger beim Herrn Jesus erleben konnten. Was sagt diese Prophetie, die David in Psalm 41, Vers 10 niedergeschrieben hat? Vom Wortlaut ist hier nicht ganz klar, in welche Richtung man denken soll. In manchen Übersetzungen heißt es, der mein Brot isst. Dabei wird deutlich, dass Judas sehr profitiert hat, bei Jesus zu sein. Er aß das Brot, das der Herr Jesus auch ihm gegeben hat, um zu leben. Hier die Elberfelder schreibt, der mit mir das Brot isst. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Vertrautheit Wert gelegt. Wir essen zusammen das Brot. Ich denke, wir können getrost beide Gedanken haben. Denn tatsächlich hat Judas beides beim Herrn erfahren. Er lebte von dem, was der Herr ihm gegeben hat, und er erlebte auch die Vertrautheit. Was heißt das, dass jemand gegen einen anderen seine Verse erhebt? Er will ihm größten Schaden zufügen. Der Herr Jesus wird mit seiner Verse dem Teufel den Kopf zermalmen. 1. Mose 3, Vers 15. Dabei wird der Teufel ihn in die Verse stechen. Die Verse erheben heißt, keine Rücksicht zu nehmen, um seine Absichten durchzusetzen. Was ist dabei hier so bitter? Es ist ein Jünger von Jesus. Es ist einer aus der inneren Gemeinschaft. Die Schrift muss erfüllt werden. Heißt das, dass Judas Jesus verraten muss und somit keine andere Chance hat, als diesen bösen Weg zu gehen? Nein. Die Aussage, dass die Schrift erfüllt werden muss, bedeutet lediglich, dass das, was Gott schon von Anfang an kannte, sich in der Geschichte dann auch ereignen muss. Im Beispiel gesagt, wer einen Krimi ansieht, kennt noch nicht den Mörder, der später den Mord dann auch verüben wird. Wer diesen Krimi zum zweiten Mal anschaut, kann aber den übrigen Zuschauern sagen, dies ist der Mörder. Er wird später unbedingt das und das tun. Dabei ist festzuhalten, dass derjenige, der den Krimi kennt, den Mörder im Film nicht dazu gezwungen hat, seine Tat zu verüben. Die Schrift muss erfüllt werden, weil Gott die Zukunft kennt. Vers 19. Jesus sagt seinen Jüngern voraus, dass ihn einer von ihnen verraten wird. Warum tut er das? Er bereitet sie auf diese hundertprozentig kommende Situation vor. Sie sollen wissen, dass dem Herrn auch da nichts entglitten ist. Was ist ein weiterer Gedanke, den der Herr hier äußert? Die Jünger sollen glauben, sie sollen vertrauen. Ja, wem? An den, der sagt, ego eimi, ich bin. Und genau diese Aussage hat der Herr auch in Johannes 8, Vers 24 seinen Zuhörern gesagt. Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, ego eimi heißt es hier, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Der Herr Jesus hat alles unter Kontrolle, denn er ist der Ich Bin. Vers 20. Hat Judas in gleicher Weise einen Sendungsauftrag? Nein, er geht schon einen anderen Weg. Das wissen jedoch die übrigen Jünger nicht. Die Aussendung des Herrn wird nach der Auferstehung, und zwar in Matthäus Kapitel 28, 19 bis 20, deutlich. Da ist Judas schon tot. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe.
und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und übrigens, diese Aussage, dieses Versprechen kann nur Gott machen. Wie kann ein Geschöpf alle Tage bei all seinen Jüngern sein bis zur Vollendung des Zeitalters? Da muss er allgegenwärtig sein. Anders geht's gar nicht. Die zweite Frage: Wenn ein Mensch einen Jünger von Jesus bewusst in sein Haus einlädt, was geschieht dadurch? Er hat sowohl den Sohn als auch den Vater mit im Haus. Dabei wird auch deutlich, wenn wirklich ein Jünger aufgenommen wird, dann ist derjenige, der ihn aufnimmt, von Herzen gläubig geworden. Denn die wahre Herzensaufnahme ist ein Einsmachen mit den tiefen Glaubensüberzeugungen. Wie ist der Weg zu Gott, dem Vater? Er geht über die Information, die ein Jünger des Herrn Jesus weitergibt. Er muss sich somit deutlich als Jünger von Jesus ausgeben. Es gilt ja, ein Jünger von Jesus aufzunehmen. Dabei spricht man über den Herrn Jesus, der damit dann auch aufgenommen wird. Über den Herrn Jesus geht es dann auch zum Vater. Dies ist das Muster, welches wir immer wieder sehen. Über den Sohn zum Vater. Was sagt dieser Vers über das Verhältnis zwischen Vater, Sohn und den Jüngern aus? Alle gehören zusammen. Sie sind eine enge Einheit, die man nicht voneinander trennen kann. Wer ein Jünger von Jesus ist, hat sowohl den Sohn als auch den Vater und gehört als Kind Gottes in die Familie. Vers 21. Wie würdest du diesen Vers auslegen? Ich sehe darin, dass der Herr alles nochmal tief verinnerlicht hat. Obwohl er alles weiß, Vers 19, und auch weiß, dass seine Mission gelingen wird, Vers 32 im 12. Kapitel, so ist er doch ergriffen von der Tatsache, dass gerade einer von den Jüngern diesen bösen Dienst tut. Mit Bezeugung des Herrn und ihm zweimal wahrlich macht er deutlich, wie weh es dem Herrn tut. Einer von meinen engen Jüngern. Dabei ist nach meiner Ansicht kein Platz für eine Vorherbestimmung, die mit dem Wort, die Schrift muss doch erfüllt werden, begründet werden kann. Jesus ist hier erschüttert. Worüber spricht der Herr nun offen mit seinen Jüngern? Über seine Auslieferung an die religiöse Führungsschicht. Ein Insider gibt den entscheidenden Tipp, der dann zum Erfolg führt. Vers 22. Was sagt die Ratlosigkeit der Jünger über das Verhalten des Judas aus? Er, der Judas, kann sich gut anpassen. Die ganze Zeit fiel er nicht besonders negativ aus. Er singt die gleichen Lieder, spricht über die gleichen Glaubensinhalte, lässt sich auch von dem Herrn in den Dienst einbinden und so weiter. Man hat ihn nicht im Verdacht. Wie ist die Stimmung vor dem letzten Abendmahl? Sie ist unangenehm, traurig und mit Misstrauen belegt. Vers 23. Manche meinen, dass der Herr Jesus diesen Jünger besonders liebt. Das macht auch die Neue Weltübersetzung 2018 deutlich. Ist das richtig? Nein, sondern dieser Jünger wusste sich von Jesus geliebt. Wahrscheinlich war es der Evangeliumsschreiber Johannes selbst, der sich mit dieser Bezeichnung umschrieb. Der Jünger, den Jesus liebt und nicht der Jünger, den Jesus mehr oder besonders mehr liebt als die anderen Jünger. Was ist mit an der Brust liegen gemeint? Dieser Jünger lag bei der Mahlzeit neben Jesus. Wenn er sich umwandte, war sein Kopf ganz nahe an Jesu Brust und konnte so vertraut mit ihm sprechen. Vers
24 und 25. Wovon ist Petrus völlig überzeugt? Dass er selbst noch den Jünger, dem er den Auftrag gab, zu fragen, dass sie den Herrn nicht verraten werden. Dieser Jünger gibt nun die Frage von Petrus weiter. Vers 26. Wie reagiert der Herr auf die Frage? Er kennzeichnet mit einer Handlung seinen Verräter. Wird sich erst dadurch der Judas mit dem Verrat auseinandersetzen? Nein, denn er war schon nach Lukas 22, 1-6 schon bei den Hohenpriestern gewesen. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird, und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn heimlich umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wurde und aus der Zahl der Zwölf war, und er ging hin und besprach sich mit den Hohenpriestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie überlieferte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Und danach kam erst der Tag der ungesäuerten Brote. Wieder in Vers 26. Was könnte der Grund dafür sein, dass Jesus nicht einfach sagt, Judas ist es? Sondern dass er es von der nehmenden Hand des Judas abhängig macht. Judas muss auch den Bissen nehmen. Er muss sich entscheiden, ob er den Weg bis zum Ende gehen will. Er kann nochmal über die Worte nachdenken, die der Herr in Vers 18 sagte: Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Judas ist jetzt das Brot vom Herrn Jesus. Vers 27. Wir sehen, dass Satan eine wirkliche Person ist. Was hat er mit Judas schon alles getan? In Vers 2 im gleichen Kapitel heißt es: Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern. Der Teufel hat schon den bösen Verrat dem Judas ins Herz gelegt. Was geschieht nun? Jetzt nimmt der Satan selbst Besitz von Judas. Welche Warnung steckt in dieser Begebenheit? Es ist gefährlich, gegen den Herrn Jesus anzuleben. Es gibt keinen wirklichen Freiraum. Entweder beherrscht uns Jesus oder die Sünde bzw. der Teufel. Und das wird auch im Römerbrief Kapitel 6, Vers 16 fortfolgend gesagt. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid, frei gemacht, aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, denen ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde frei gemacht
und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewigen Lebens. Wieder zurück im Johannesevangelium, letzte Frage. Hat Jesus den Judas ermutigt, ihn zu verraten? Das würde ich nicht so sehen. Der Sohn Gottes möchte nicht, dass jemand sündigt. Jedoch macht er mit dieser Aussage klar, dass er selbst bereit ist, den Weg seines himmlischen Vaters weiterzugehen. Das Weizenkorn soll sterben. Vers 28. Hat jetzt derjenige, der Jesus gefragt hat, verstanden, wer der Verräter ist? Nicht wirklich. Es ist eben ein Unterschied, Worte zu hören und diese dann auch richtig einzuordnen. Die Jünger sind manchmal schwer von Begriff. Vers 29. Was denken einige Jünger, während Jesus mit Judas spricht? Judas soll eine finanzielle Angelegenheit erledigen. Vers 30. Wie reagiert Judas, als er den Bissen genommen hat? Er wartet keine Sekunde länger. Das Mahl war noch nicht zu Ende und doch muss er gehen. Er ist jetzt völlig eingetriebener, der in die Nacht geht. Dies ist auch ein Sinnbild für seinen geistlichen Zustand. Er hat das Licht der Welt verlassen und nun bleibt ihm nur noch die Dunkelheit. Mir scheint es so, dass die Jünger hier das Passa mit anschließendem Gedächtnismahl gehalten haben. Judas hat nach meiner Erkenntnis noch vor dem Gedächtnismahl den Raum verlassen. Du kannst ja mal nachforschen, ob dies zutreffend ist. Gerne kannst du mir auch deine Kommentare weitergeben. Was war dir wichtig? Was hat dich nachdenklich gemacht? Sei Gott und seiner Gnade anbefohlen. Dein Martin. Tschüss. Für Gottes Wort.